Also der letzte, wir haben schon das letzte Jahr eigentlich den letzten Verkauf machen. Und da hat man ja aus Corona-Gründen das nicht abgesagt, haben wir es nicht. Dieses Jahr haben wir jetzt wirklich gedacht, jetzt wollen wir den letzten Verkauf machen. Und noch einmal, es gibt halt auch viel zu tun. Und wir werden sie immer weniger. Als ich hier angefangen habe, waren wir noch 30 Frauen gewesen. Und jetzt sind wir auf dem Papier noch 15. Aber kommen wir meistens so 10, 11, 12. Manchmal schon nur 7, 8. Und so ist es halt. Aber wir kommen immer noch gerne und lesen und berichten und Tee trinken am 4. Die haben Anfalismen vor dem Krieg, während dem Krieg? Ja, die ist entstanden aus einer Gruppe von Frauen, die während dem Krieg Socken gelismet haben für Soldaten. Und nach dem Krieg nachher für die Bergbevölkerung. Aber die Bergbevölkerung hat heute auch andere Bedürfnisse als nur Socken und Kappen und Halstücher. Und jetzt schauen wir, dass wir die Sachen können verkaufen und das Geld verschenken. Und was wir nicht verkaufen, geht alles nach Rumänien. Gefragt bin ich worden, wo es einen Pfarrwechsel gab, ob ich die Leitung übernehmen möchte. Das habe ich eigentlich gerne gemacht, weil ich Zeit hatte. Es war von Familie her möglich. Und es hat mir eine ausgezeichnete Idee gedacht. Zusammen zu arbeiten, austauschen, einander begegnen. Das hat mir eine Form gedacht, die wirklich etwas einbringt. Und erst noch etwas produzieren, das anderen zum Wohl sind. Das hat mir sehr eine gute Idee gedacht. Einfach ein Zusammensein, das Sinn macht. Austausch. Und wir sind viele Witfrauen drin, die auch wieder Kontakt gesucht haben. Und das ist auch heute noch so. Für die Alleinstehenden wirklich eine gute Möglichkeit. Ja. Und wenn etwas rausschaut, das Leben ist erst noch gut. Ja. Ja. Super, danke. Jetzt habe ich 14 Minuten aufgenommen und aus diesen 14 Minuten mache ich noch etwa 3 oder 4. Ah. Gut. Das Kinderheim, das wir mit unseren Handarbeiten beschenken können, die sind sehr, sehr dankbar für das. Es gibt einen Schweizer Verein, der das organisiert, den Transport und alles, und gegen Kontakte hat und schaut, dass die Handarbeiten an den richtigen Ort kommen. Ihr Jahresbericht hat mich ganz fest beeindruckt. Ja. Das ist ganz einfach, dass man etwas zu tun hat, dass es einem nicht langweilig ist und man mal einmal wieder zusammenkommt und noch ein bisschen sprechen kann und Ende des Jahres vielleicht gewisse Leute noch Freude machen kann, wenn man das verkauft. Gibt es noch etwas anderes, was euch jetzt... Es behaltet einmal geistig fit. Wir können ja miteinander wieder austauschen. Die einen sind am Nähen, die anderen sind am Lismen und so kann man miteinander austauschen. Es können manchmal schon noch Leute fragen, wie muss ich das machen, könnt ihr mir helfen und so. Dann kann man noch etwas weitergeben. Die nächsten 50 Jahre weiter zu lismen. Die haben eben nicht mehr so Interesse daran. Leider. Wenn schon, lieber bei mir daheim. Aha. Ja, das ist richtig. Das ist aber auch etwas wert. Aber das ist schön. Daheim zu lismen miteinander. Ja. Du hast gefragt, ob man einem Grosskind beibringen würde, zu lismen. Ich habe ein Grosskind, das ist 5-jährig. Und ich probiere jetzt mit ihm wenigstens Strick-Trickli zu machen. Das ist so ein Pilzli mit 4 Nägeli. Und jetzt probiere ich ihm zu zeigen, wie eben die Mäscheli entstehen. Es sieht natürlich das Müsli daneben, das er mit dem langen Schnürli schliesslich machen will. Aber bis dorthin ist natürlich ein Stück Arbeit. Ja, wir haben unsere Giele im Gymnasium in der Ungarn-Krise alle gelernt lismen. Und wir haben während dem Unterricht, wenn wir dort etwas schreiben mussten, haben wir Plätzchen gelismet, um Techine zu machen. Und dann hat es einen Wettbewerb gegeben unter den Klassen im Gymnasium Burgdorf. Und wir haben am meisten Plätzchen gehabt, weil meine Mutter hat nachher auch noch ganze Haufen beigesteuert. Lismen ist eigentlich etwas Geniales. Mit 2 Nadeln und einem Kilometer langen Faden kannst du die unglaublichsten Sachen machen. Ja.
Also man hat einfach einen langen Faden und zwei Nadeln. Unsere Enkelin ist 21 und die hat sich Wolle gekauft und gesagt, Grossmami, du musst mir helfen. Ich möchte etwas machen. Dann sage ich, ja, was kannst du? Kannst du mit vielen Nadeln noch lesen? Das hast du ja mal gelernt. Dann sagt sie, ich glaube es nicht, aber ich probiere es, ich möchte es jetzt gerne probieren. Und dann sage ich, ich tue den Anfang. Und plötzlich ist das deren, wie eine geistige Umnachtung, hat die gesagt, Jesus, jetzt weiss ich wieder, wie es geht. Lassen wir zocken, bis zum geht nicht mehr. Aber in einer Umgebung, wo sie eigentlich für sich will sein will. Sie lismet und tut irgendwie vom Täglichen nachher abschalten. Aber mitmachen tun sie nie mehr die Jungen heute. Wer ist eure Organisation, die es nach Rumänien bringt? Also das ist ein Verein Schweiz-Rumänien, der gegründet hat, ein Ehepaar Henzelmann, der im Tessin wohnt. Und die sind nach Cluj in Rumänien gereist. Warum, das weiss ich nicht genau. Und haben einfach dort das Elend gesehen und haben beschlossen, da müssen wir etwas machen. Und haben dann den Verein gegründet. Und in dieser Stadt gibt es auch so eine Art Ohnenverein, einen sozialen Verein mit sozial ausgebildeten Leuten, sodass das wirklich zuverlässige Partner sind. Und der Verein Schweiz-Rumänien ist mit dieser Partner, mit dem Partnerverein in diesem Cluj auch immer im Austausch, sodass man weiss, was die etwa brauchen. Und vor allem, die kennen die Leute dort. Und sodass die Waren, die aus der Schweiz, nicht nur von uns, sondern von ganz vielen, dorthin transportiert werden, kommen nachher auch zu den Leuten, die es wirklich brauchen können. Ob das Kinder sind oder alte Leute, die im Elend sind, oder Roma-Familien, also denen ihr Tätigkeits- und Feld, wo sie helfen, ist sehr breit abgestützt.